Grüezi, Servus und Hallo, hier ist der Peter und heute haben wir in ungewöhnlicher Location haben wir ein neues Video. Ich bin durch diese Sommerhitze von über 30 Grad einen Stock runtergezogen, ja, weil unterm Dach ist das Büro zwar schön, aber mega heiß, auch abends staut sie auf. Und hier mache ich die Fensterläden zu und habe dann ein sehr angenehmes Klima und kann dann Video machen. Jetzt habe ich es gerade wegen dem Licht mal ein bisschen aufgemacht, dass man sich gut sehen kann. Die Industrie und die Regierung plant ganz tolle Sachen. Und wie ist es immer mit den größten Bomben platzen dann immer im Sommer, in die Sommerferien, wenn die meisten Politikerkollegen weg sind, wenn die meisten Bürger im Urlaub sind, wenn die Zeitung dünn ist, wenn die Hitze heiß ist, dann kommen die richtig krassen Gesetzentwürfe und ganz krassen Regeln. Fangen wir an mit der Bundesregierung. Angestoßen wohl aus Brüssel, Ursula von der Leyen. Man darf nicht ganz vergessen, die ist CDU. Also, ne, wenn man so Parteienzuordnung. Und dann haben wir natürlich den Verantwortlichen fürs Ganze. Das ist der Chef, auch wenn es nicht so ausschaut, sich nicht so anfühlt. Das ist der Olaf Scholz, SPD. Und da haben wir einen Verkehrsminister. Ich glaube, momentan ist es Wissing. FDP. Aber ich bin nicht so ganz drin, weil meine Baustelle ist nicht mehr. Ich bin schon ausgewandert, ich bin ja im Ausland. Nur für die, die jetzt sporadisch reingucken, die das nicht wissen, das ist mir alles ein bisschen zu viel. So, dann gab es den Dieselskandal. Den Unternehmen wie VW, Audi ist noch nicht viel passiert. Also wirklich ganz in homöopathischen Dosen, ganz wenig. Dem Winterkorn gleich fast gar nichts. Er ist eingestellt worden gegen eine kleine Geldauflage. Für manche wäre es eine große, für ihn sicher eine kleine Geldauflage. Und jetzt hat man den Täter praktisch ermittelt. Jetzt sind es die ganzen Leute, die Autos fahren aus der Zeit, also die so Umweltplakette haben, weiß ich, da gibt es ja in Deutschland, gab es 4, 5, 6, was weiß ich. Das ist auch übrigens total witzig, man kriegt in Deutschland nicht auf die Kette, wer mal irgendwann bei der Bundeswehr war oder irgendwie einzuberufen wäre, im Fall des Falles ja, aber wer mit welchem PKW wo, welche Feinstaubplakette und wo nicht reinfahren darf, das weiß man ganz genau, das ist ja wichtig. Auf jeden Fall will man jetzt diese Fahrzeuge, ich glaube bis November, stilllegen. Das heißt, du kriegst einfach ein Schreiben, wo drin steht, so, dein Fahrzeug ist stillgelegt. Deswegen sage ich, der Plan zur Volksenteignung. Das Fahrzeug ist dann enteignet, es ist nichts mehr wert. Es wurde dir damals für teuer Geld verkauft, du konntest es auf einen Rutsch zahlen, leasen oder finanzieren und dann ist es nichts mehr wert. Und selbst wenn das jetzt nicht so umgesetzt wird, den Wert steigert von deinem Fahrzeug sicher nicht, weil du weißt ja schon, was für Gegenwind gegen den Diesel ist. Ich weiß noch, wo in München die Dieselfahrverbote verschärft worden sind, wo die, glaube ich, auf 4 hochgehoben worden sind. Und der Freund und ich, wir sind wirklich an einem Tag losgefahren und haben 2 BMW X5, erste Generation, 3.0 Diesel, das ist in meinen Augen der beste Motor, robustes Auto. Da war auch noch ein echter Geländewagen und nicht so ein schicker SUV, sondern halt wirklich geländetaugliches Fahrzeug. Da haben wir an einem Tag 2 Stück für 3.000 gekauft. Warum? Weil die Leute sagten, oh Gott, jetzt kann ich praktisch wegwerfen, ich kann immer nach München fahren. Später kam dann raus, okay, es kontrolliert ja gar keiner. Aber das meinte ich, es tut dem Ruf des Fahrzeugs nicht gut. Der Marktpreis geht eminent runter, dann ist er jetzt wieder leicht höher. Man findet jetzt eigentlich kaum welche für 3.000, aber das war damals so. Eigentlich würde ich wieder einen suchen, wenn einen hast, gibst Bescheid. Und jetzt wollen sie diese Fahrverbote aussprechen, basteln daran rum. Besser gesagt, nicht nur Fahrverbot, sondern komplette Stilllegung. Warum? Weil an dem Auto manipuliert worden ist vom Hersteller. Der Hersteller wird nicht bestraft. Man könnte das Auto auch nicht verbessern. Es wird stillgelegt. Jetzt kann ich dir gleich sagen, wenn das Auto erstmal stillgelegt ist, ist es nichts mehr wert, kannst du nichts mit anfangen. Für jeden Besitzer von so einem Fahrzeug hat es jetzt natürlich ein gewisses Risiko. Und jetzt kannst du natürlich hergehen und kannst sagen, naja, ich warte ab, da wird schon nichts passieren. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, okay, ich verkaufe es halt jetzt. Wenn du aber in Deutschland nicht viel Geld dafür bekommst und du hast jetzt ein Fahrzeug, was zufällig ein Geländewagen ist, Porsche, Mercedes, BMW, eigentlich in einer anderen Reihenfolge, erst Mercedes, und du hast ein Fahrzeug, was allradgetrieben ist, also Geländewagen sowieso, aber vielleicht die S-Klasse oder irgendwas, und es kommt in dieses Dieselthema rein, da kannst du dich gerne bei mir melden und unten stehen die Kontaktdaten von mir, weil in der Schweiz werden die Autos sehr gut bezahlt. Sie mögen Geländefahrzeuge, das wissen wir, das haben wir schon ausprobiert, und sie mögen vor allem Allrad. Warum? Weil es halt bergig ist, weil man es ab und zu mal brauchen kann im Winter. Dem Schweizer ist es völlig egal, ob in München oder Stuttgart irgendwelche Dieselfahrverbote sind. Wer mich kennt, weiß, ich fahre auch einen schönen, krassen, alten Mercedes S-Klasse 400 Turbo Diesel V8.
aber nicht Turbo, eigentlich Biturbo-Diesel, ja. Deutschland ganz verpönt, aber mit deinem Schweizer Kennzeichen kannst du mit rumfahren, wo du willst und wie du willst, das juckt überhaupt gar keinen. Und in der Schweiz kannst du sowieso überall rumfahren. Warum? Weil das eine demokratische und liberale Politik ist und da werden nicht irgendwelche bevorzugt und irgendwelche ausgeschlossen. Ja? Da fährst du nach Zürich rein, genauso wie auf den Berg hoch. Das Einzige, was aus der Schweiz eben zu beachten ist, man muss zum Einführen ein bisschen Zoll zahlen, das sind 8,1%. Bei älteren Autos ist es noch günstiger und dafür kriegst du aber auch etwas mehr Geld für dieses Auto, weil es natürlich in der Schweiz sehr gefragt ist. Aber wie gesagt, Geländefahrzeuge, Porsche auch keine Geländefahrzeuge und allradgetriebene Fahrzeuge, die sind hier sehr, sehr beliebt. Da kannst du einfach bei mir kundtun, da könntest du eventuell noch Geld daran verdienen. Ansonsten kann man abwarten, aber abwarten kann halt auch in die Hose gehen, A, weil es halt sinkend weniger wert wird oder weil es auf einen Tag gleich null wert ist. Ja, weil stell dir mal vor, 8 Millionen stillgelegte Autos, da kannst du dir vorstellen, die kriegst du auf dem Markt definitiv nicht los und so für Ersatzteile braucht er gar keiner. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig mit den Hiobsbotschaften. Jetzt hat er noch ein BMW-Vorstand. Ich muss jetzt den Namen ablesen. Das ist der Milan Medeljkovic. Ich habe schon vermutet, irgendwo aus dem ehemaligen Jugoslawien, so klingt es vom Namen her und auch vom Vornamen. Und tatsächlich, er ist geboren in Serbien und Serbien war, glaube ich, bis 2006 Jugoslawien, dann ist es zerfallen, Krieg und sowas und bis, glaube ich, 1992 oder so war das Ganze auch noch sozialistisch. Soziale Föderative Republik Jugoslawien, schau an, eben Sozialismus. Was ist der Unterschied zwischen Sozialismus und der freien Marktwirtschaft? Im Sozialismus sagt man so, du darfst nicht ausreisen, du darfst das nicht, das nicht, das nicht. Also kriegst ganz viele Verbote und du kannst einen Trabant bestellen, den kriegst du in 10 Jahren, dann darfst du ihn fahren. Das ist der Sozialismus. Ja. Da wird von oben gesagt, so ist es. Eine Demokratie und eine Marktwirtschaft, die funktioniert so, dass man sagt, okay, du darfst nicht rauben, nicht vergewaltigen, nicht mit dem Messer stechen, also theoretisch darfst du es nicht. Und wirtschaftlich kannst du so ziemlich das unternehmen, was du möchtest, wenn es keinen anderen schadet. Eine freie Marktwirtschaft, global, weltweit. Deutschland war mal eine Zeit lang sehr global, als man das ganze Kuhstall in China herstellen lassen. Jetzt, wo es der Chinese in Eigenregie herstellt und verkauft ohne die Deutschen, jetzt hört sich die Globalität schnell auf. Jetzt sagt man, oh Gott, die überfluten uns mit ihrem billigen Scheißdreck. Vorher hat kein Hahn danach kräht, ne? So, und jetzt sagt sich BMW, meine Güte, was können wir denn machen, damit die Leute mehr Anreiz haben, Elektrofahrzeuge zu fahren? Und da hat dann dieser Vorstand tatsächlich in einem Interview und in einer Pressemitteilung gesagt, er würde die so stark bevorzugen, dass die Elektrofahrzeuge kostenlose Parkplätze in der Innenstadt bekommen und dass sie eine eigene Spur auf der Autobahn bekommen. Jetzt sage ich euch, was ist denn der Umkehrschluss von dem, was er sagt? Die deutschen Autobahnen sind ja hoffnungslos marode, genauso wie die Straßen mit Schlaglöchern. Es gibt ja kaum so viele Schlaglöcher wie in Deutschland. Also ich bin es schon gar nicht mehr gewohnt, wenn ich hinfahre, bin ich jedes Mal erschrocken, boah, in welchem Zustand ist denn die Straße? Und dann sage ich dann noch, München. München ist komplett in die 60er Jahre stehen geblieben, da funktioniert verkehrsmäßig gar nichts. Versuch mal tagsüber nach München reinzufahren, kannst immer, oder um München rum, kannst immer Stunden aus deinem Kalender streichen. Ne? So viel zum modernen Industriestaat. Möchte er die E-Autos bevorzugen? Das heißt, es wird jetzt nicht komplett deutschlandweit noch eine weitere Fahrspur gemacht, sondern manche Autobahnen haben 3 Spuren, die meisten haben 2 Spuren und dann soll nach seiner Meinung noch eine extra Spur für die E-Fahrzeuge. Das kann in der Theorie nur so sein, dass das E-Fahrzeug mit seinen 80, 90 oder 100 km/h auf der linken Spur fährt und alle anderen Teilnehmer, der LKW, der Sprinter, der dies, der das, PKW, Verbrenner, Diesel, wenn er noch fahren darf, die teilen sich dann alle die linke Spur auf und müssen aber natürlich langsamer fahren wie der E auf der anderen Spur. Was für eine geile Idee ist das denn eigentlich? Und sowas ist von einem betriebswirtschaftlichen Betrieb, BMW, der weltweit Autos verkaufen will, von einer leitenden Person, also der ist im Vorstand, Produktionsvorstand, das ist seine Idee für die Absatzprobleme, das zu lösen. Ich sage euch mal eins. Die Lösung wäre, mach einfach ein gescheites Produkt, wo die Leute Bock dran haben, es zu kaufen. Und wisst ihr, was das gescheite Produkt nicht ist? Das ist der BMW i3. In meinen Augen optisch ein Elefantenrollschuh, schaut mega grusig aus. Innen aus so komische abbaubare, kompostierbare Komponenten gebaut, das schneller verrottet.
Das wäre jetzt auch nicht der Ansatz, wenn ich mir ein Auto für über 40.000 Euro kaufe. Und dann hat er laut Unterlagen eine Reichweite von 190 Kilometer. Und ich habe gemerkt, bei mir kriegt er nicht einmal 70 Kilometer hin. Vielleicht ist meine Schuld, vielleicht bin ich schnell gefahren, vielleicht habe ich Radio und Musik zu laut gemacht oder die Klima an, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich von München nach Feldmoching und von Feldmoching wieder zurück. Und da war es schon elend schwierig. Nee, Feldkirchen war es, aber ist auch nicht weit weg. Und da war es elendig schwierig, wieder heimzukommen. Ich habe geschwitzt, dass das überhaupt hinpasst. So viel zu meiner Experience mit BMW E3. Das will keiner kaufen. Und egal, was du mit den Fahrspuren machst, dadurch wird der BMW, der Absatz, auch nicht höher. Da fahren sie halt einen Tesla oder irgendwas Chinesisches oder Koreanisches mit Strom. Baut doch einfach mal ordentliche Autos, einfach was, was die Bevölkerung mag, mit einer ordentlichen Reichweite, mit einem günstigen Preis. Vielleicht auch mal an den Verbrenner noch mal nachdenken, ob man den jetzt so optimieren könnte, dass alle zufrieden wären. Aber mit diesen Verboten und diesen ganzen Enteignungsideen, das bringt doch nichts. Also ich weiß es nicht. Und dann habe ich noch eine These, da bin ich heute durch Zufall drauf gestoßen. Es gibt den Dunning-Kruger-Effekt. Der Dunning-Kruger-Effekt ist, wenn du Leute Tests oder was machen lassen und je inkompetenter die Menschen selber sind, umso eher schätzen sie sich persönlich als Genie ein. Weil man sich immer fragt, warum machen die denn das in Berlin so? Oder in dem Fall in München. Warum machen die das so? Aber es kann tatsächlich so sein, dass wenn einer mega inkompetent ist, dass er brutal ist von sich überzeugt und sagt, er ist das Genie, er kann die Welt oder kann Deutschland retten. Der Welt geht es eigentlich ganz gut. Es geht nur um gewissen Teilen in Europa nicht so sonderlich gut. So, das waren mal Nachrichten zum Sommer aus der ehemaligen Autonation Nummer 1. Und da kann sich ja jeder Gedanken machen, was er möchte. Ich werde demnächst mal wieder ein paar Autos vorstellen, wenn es nicht ganz so heiß ist, wenn man wieder ein bisschen bewölkt ist, dass man ums Auto rumgehen kann, dass man es erzählen kann. Ich habe da einiges im Petto. Freut bin ich raus. Ich wünsche ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns die Tage wieder. Und bis zum nächsten Mal. Ich sage dir alleweil. Tschüssi Kotzki. Bis Badowski.